Hier haben wir die Gedenktafel von Kurt Eisner. Und das ist der Vorschlag von den Aktivisten am Marienplatz. Eine Gedenkstraße zum Kurt-Eisner-Tag zu machen. Der Marienplatz soll ersetzt werden durch ein Schild, und zwar Kurt-Eisner-Platz. Hier auf der Rückseite haben wir auch noch stehen, am 17. November 1918 beendeten die unblutigen Revolutionen die Adelsdiktatur in Bayern. Der Vorsitzende des Arbeit- und Soldatenrates, Kurt Eisner, rief den Freistaat Bayern aus. Bayern erhielt die erste demokratische Verfassung. Das allgemeine Wahlrecht, auch für Frauen. Der 8-Stunden-Tag, die Trennung von Kirche und Staat und basisdemokratische Gesellschaftsstrukturen wurden eingeführt. Bis heute werden diese Ereignisse und die wichtige Rolle von Kurt Eisner als erster Ministerpräsident, er dabei spielte, nicht beachtet und auch nicht angemessen beachtet. Weder gewürdigt noch geachtet hatte auch Kurt Eisner mit einer vehementen Anzahl von Drohungen zu tun, die brieflich eingingen. Später wurde er dann ermordet. Weiter sehen Sie gleich dazu eine Dokumentation, erzählt von einem Herrn, den wir dann noch einblenden. Um die Bedeutung von Kurt Eisner für das moderne Bayern entsprechend zu würdigen, fordern die Kurt-Eisner-Aktivisten die Umbenennung des Marienhofs in Kurt-Eisner-Platz. Sie fordern die Stadt und die Landesregierung auf, entsprechende Schritte zu unternehmen. Das war's. Danke, dass Sie zugehört haben bei den Blitznews. Jetzt um die Uhrzeit gegen 7 Uhr. Bis dann, reingehauen und ciao. Es folgt jetzt eine Dokumentation zu Kurt Eisner. Danke. Das hat man dann immer wiederholt. Aber da wir sozusagen innerhalb der Stadt der einzige, ja, große Platz war, war das natürlich auch immer wieder ein Ort von Kundgebungen. Ja? Kundgebungen, und hier auf diesem Platz war auch bereits, ja, schon im Jahr 1917 die erste große Kundgebung eben zur Beendigung des Ersten Weltkriegs. Man muss sagen, hauptsächlich von Frauen, die Männer waren im Krieg, das waren Rüstungsarbeiterinnen. Die haben hier eben zum ersten Mal eine große Kundgebung gemacht. Und die zweite große Kundgebung war Anfang 1918. Bereits im Frühjahr 1918. Da wurde dann auch Kurt Eisner inhaftiert. Kurt Eisner, ein Bildchen von ihm da, ja, der Mann mit dem Rauschebart. Ja, oder ich. Der Kopf der USPD. USPD hieß Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Die hat sich links von der SPD abgespalten, nachdem die SPD ja den Kriegskrediten zugestimmt hat, bereits 1914. Ja, also wenn die nicht zugestimmt hätten, ja, wer weiß, was passiert wäre. Zumindest hätte der Kaiser kein Geld bekommen für den Krieg. Ja. Ja, die Parlamente hatten zwar nicht viel zu sagen, aber sie konnten trotzdem bestimmen, ob es Geld gibt oder nicht gibt, ja, oder ob man Kredite aufnehmen kann oder nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall links von der SPD abgespalten, also auch wiederum die Parallele eben zu der Partei, in dessen Namen ich hier eben auch die Führung mache, die Linke. Und
Kurt Eisner wurde dann aber auch wieder entlassen aus der Haft, weil es standen Wahlen an und für diese Wahlen hat er kandidiert. Und als Kandidat für diese Wahlen, ja, dann hat man eben doch einen Erlass erlassen, ihn eben aus der Haft zu entlassen. Und dann gab es tatsächlich hier auch nochmal eine große Kundgebung, und zwar zusammen mit der SPD, ja, die USPD und die SPD, aber auch der Bayerische Bauernbund, ja, und viele, viele andere. Und der Bayerische Bauernbund war damals, ja, die Gebrüder Gandorfer, die waren also ja, nicht ganz staatstragend, die waren also auch auf jeden Fall gegen die Beendigung, für die Beendigung des Krieges. Und so eine Demonstration muss man sich nicht so vorstellen wie heute mit Lautsprecheranlagen. Die gab es nicht, die hatten die nicht zur Verfügung. Ja? Nämlich die Redner haben dort von den Hügeln, ja, rechts und links von der Bavaria und der Ruhmeshalle runtergeschrien, ja, also ein Redner musste damals wirklich Stimme haben, ja, damit er, ich muss meine Stimme jetzt gar nicht so ausnutzen, weil ihr seid gar nicht so viele, aber er musste wirklich Stimme haben, ja, damit er eben, ja, damit er gehört wurde. Und wenn es ganz, ganz viele waren, dann gab es dazwischen drin Leute, die haben diese Rede in Papierform weitergereicht, wurde gedruckt. Ja. Die haben sie weitergereicht, damit zumindest die, wo ganz, ganz hinten waren und nichts mehr verstanden haben, damit die zumindest das ja, auszugsweise inhaltlich erfassen konnten, um was es geht. Und diese Reden hier wurden eben gehalten von Kurt Eisner, aber auch von Erhard Auer von der SPD und auch von einem der Gebrüder Gandorfer vom Bayerischen Bauernbund. Und es waren hier tatsächlich auf der Theresienwiese 100.000 Leute. Ja? München war damals noch keine Millionenstadt und man muss davon ausgehen, dass auch ganz, ganz viele Leute von außerhalb kamen, die eben an dieser Kundgebung teilnahmen, denen es ganz wichtig war, dass man sich eben einsetzt, eben gegen die Fortsetzung des Krieges. Ja. Demonstrationszüge, die von der sogenannten Mehrheitssozialdemokraten SPD, die zogen mit einem Demonstrationszug erstmal durch die Innenstadt und bis zum Friedensengel, also Richtung Haidhausen, und lösten sich dort auch auf, folgenlos. Ein weitaus größerer Demonstrationszug hier von der Theresienwiese mit Anhängern der USPD und des Bayerischen Bauernbunds. Die zogen erstmal durch die Schwandaler Höhe, also das dahinterliegende Viertel, hauptsächlich Arbeiterviertel, was aber noch ganz wichtig war, da waren ganz viele Schulen, in dieser Zeit keine Kinder unterrichtet wurden, sondern da waren Matrosen. Was machen Matrosen in Bayern? Bayern? Auf der Isar? Auf der Isar fahren keine Matrosen. Ne? Naja. Deutschland hatte natürlich Matrosen, hatte auch Matrosen am Mittelmeer. Und dort waren sie ja nicht sehr erfolgreich. Dort haben sie ganz viele Niederlagen erhalten, und zwar so viele, dass sie dort keine Schiffe mehr hatten. Das bedeutete, diese Matrosen haben ihren Heimweg über Italien genommen und sind dann hier in München angekommen. Und dass vorher schon Matrosenaufstände in Kiel und in Wilhelmshaven gegeben hat, war man bedacht, diese Matrosen hier in München zu behalten und hat sie eben an den Schulen in der Schwanthaler Höhe untergebracht. Ja, diese Matrosen 18 gesagt. Ja, am Anfang 18 gab es auch schon eine Demonstration. Ja, ja. Da wurde Kurt Eisner inhaftiert. Mhm. Und Ende 18 wurde er freigelassen wegen diesem Wahlkampf. Und im Rahmen dieses Wahlkampfs war auch diese Demo gegen die Weiterführung des Krieges. Auf jeden Fall zog man da hinten ja, durch und diese Matrosen schlossen sich diesem Demonstrationszug an.
Also wir kennen es heute, dass die wenn Demonstrationszüge gemacht werden, dass die immer geringer werden bis zum Schluss. Nein, in dem Fall war es so, da wurden immer mehr Leute draus. Ja? Ja? Also sowohl die Einwohner von der Schwandaler Höhe, das ja auch hauptsächlich Arbeiter waren und es sehr links war, aber auch die Matrosen, die in diesen Schulen waren, haben sich diesen Zug angeschlossen, also auch ganz viel Militär, ja, ja, eben, und zum Teil auch unter Waffen. Und die zogen dann durch die, am Marsfeld vorbei. Marsfeld, das ist da, wo heute die Marsstraße ist, da, ja. Zirkus Kroni, da, wo die Finanzämter in der Theröhrstraße sind, da waren überall Kasernen. Auch diese Soldaten, die da drin waren, die also nicht. Ja, viele Soldaten waren ja nicht hier, die meisten waren im Krieg, aber die da waren, auch die schlossen sich an. Ja? Zum Schluss waren ja ganz viele bewaffnete Kräfte drunter, ja? Also Soldaten. Und die zogen dann in die Innenstadt, zogen an dem Wittelsbacher Palais vorbei, an dem wir heute leider nicht vorbeikommen können, weil es zu weit weg ist. Und das Wittelsbacher Palais, das auch heute nicht mehr steht, das ja eben nicht mehr aufgebaut wurde, weil es im Dritten Reich eben, weil im Dritten Reich die SS drin war. Da ist heute die Landesbank Girozentrale, also Neubau. So eine kleine Gedenktafel ist dran. Da war der damalige König Ludwig III. Drin. Da zeige ich euch auch ein Bild davon. Aber dann eben sein Bruder Otto, wurde auch für schwachsinnig erklärt und war im Kloster Fürstenried untergebracht. Aber es gab einen offiziellen König. Ja? Und Prinzregent Luitpold war relativ beliebt in der Bevölkerung. Sein Sohn Ludwig nicht. Ja? Erstens trat er relativ. Ja, der war weder beim Volk beliebt noch bei den Höflingen. Also der war eigentlich nirgends beliebt. Also man kann sagen, der trat auch auf internationalem Parkett immer sehr tölpelhaft auf. Also ich weiß nicht, wer den Kanzler Kohl noch kennt, über den man sich immer lustig gemacht hat. Genau dieselben Karikaturen gab es über Ludwig III. Auf jeden Fall, dieser Ludwig III. Hat sich zum König krönen lassen. Ein paar Jahre vorher. Obwohl ein König Otto noch gelebt hat. Ja, der hat übrigens noch ein paar Jahre, der hat ihn sogar überlebt. Ja. Aber der hat noch gelebt, ja. König Otto. Der war zwar schwachsinnig, ja, oder wurde schwachsinnig erklärt. Ich kann es nicht beurteilen, ob es wirklich war. Er war auf jeden Fall gegen Krieg, genauso wie sein Bruder Ludwig. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, dass sie nicht sehr erfolgreich waren. Auf jeden Fall, ja, da hat er sich dann auch unbeliebt gemacht und da er sozusagen hauptsächlich auf seinem landwirtschaftlichen Gut in Leutstetten am Starnberger See aufgehalten hat, wurde auch der Millibauer von Leutstetten genannt. Und die Höflinge haben auch die Nase gerümpft und gesagt, heute stinkt es wieder nach Kuhstall im Hof. Der Millibauer und die Topfenresel sind wieder da. Ja. Naja, gut, okay, aber ja. Aber auch das Volk war, also ich sag, hoppla, es gibt ja einen König und der lässt sich zum König krönen. Und, ja. Wie kann man sich zum König krönen lassen? Braucht es irgendwie jemand, der. Ab 2012 war er Prinzregent und 1914 ließ er sich zum. 1912. Nicht 2012. Okay. Ja. 1912. Am 12.12.1912 ist Prinzregent Luitpold gestorben. Dann wurde eben er Prinzregent und ein Jahr später hat er sich eben zum König krönen lassen. Naja, dieser. Und der, man hat eigentlich gar nicht vorgehabt. Eigentlich hat man keinen richtigen Plan gehabt. Man hat auch nicht vorgehabt, dass man an dem Tag, dass man Revolution macht. Also es war nicht als Revolution geplant, ja. Man zog an diesem, an diesem Ding vorbei und dann haben sind die Wachsoldaten schon rausgekommen und gesagt, der König ist geflohen. Ach so, der König ist geflohen. Also man hat sich eigentlich gar nicht für den König interessiert, ja. Also den hat man eigentlich für so unwichtig erachtet, dass man sagt, aha, jetzt ist er schon geflohen. Das ist auch nochmal eine nette Geschichte.
König Ludwig III. Ging zu der Zeit gerade im Englischen Garten spazieren. Und dann kommt ein Droschkenfahrer vorbei und sagt, Herr König, wissen Sie schon, die Revolution ist ausgebrochen. Ja, es war nicht als Revolution geplant, aber es ging gleich wie ein Lauffeuer in der Stadt rum, es ist Revolution. Und der König eilt nach Hause und der königliche Haushalt hat gerade gar kein Auto in München. Ja. Das königliche Auto ist in Leutstetten, da ist man mit dem Zug hin und her gefahren. Ja. Und dann leiht er sich außerdem von einem befreundeten Sozialauto aus, um mit seiner Familie fliehen zu können. Und zwar sind sie zuerst ins Berchtesgadener Land zu einem befreundeten Förster geflohen, um dann eben später weiterzufahren nach Ungarn. Und als sie in Ungarn in ihren Besitz, die hatten auch Besitzungen in Ungarn natürlich, und als sie da ankamen, hatten auch die Ungarn bereits eine Räterepublik. Ja. Also ja. Gut, aber da war er schon mal in Ungarn und die Ungarn haben sich überhaupt nicht für den bayerischen König interessiert. Also das war für die uninteressant. Den hätten wahrscheinlich die hier auch nicht interessiert. Also wahrscheinlich wäre er gar nicht an Leib und Leben gefährdet gewesen. Aber er ist jetzt schon mal geflohen. Weil er halt schon mal geflohen ist, hat man dann am Malteser Bierkeller, aber da kommen wir heute halt noch vorbei, den Freistaat Bayern ausgerufen. Aber dazu erzähle ich dazu mehr. Das ist jetzt bereits 35 Jahre her. Hauptausgang der Theresienwiese, auch Hauptausgang eben des Oktoberfestes hier. Am Ende, eben in der Nacht, genaue Uhrzeit habe ich jetzt nicht im Kopf, vielleicht weiß es jemand. Auf jeden Fall am 26. September 1980 in einem Papierkorb war eine Bombe, die hochging und es gab eben, ich hab's jetzt vergessen, wie viele Tote, aber wie viele Verletzte, wer weiß es? 13 Tote und viele hundert Verletzte. Und unter den Toten war auch der Attentäter Gundolf Köhler. Und der ganz große Skandal war, dass eben die bayerische Polizei und die Staatsanwaltschaft ganz vielen Hinweisen nicht gefolgt war, die eben auf die Hintermänner, man geht davon aus, dass es in erster Linie Männer waren, das ist Gundolf Köhler verwiesen haben, eben nicht nachgegangen ist. Es ist, man muss wissen, 1980 war gerade Wahlkampf. Einem Franz Josef Strauß, der hat kandidiert als Kanzlerkandidat damals. Und der bayerischen Staatsregierung wurde eben schon angetragen, hoppla, ihr müsst euch kümmern um diese Wehrsportgruppe Hoffmann, die da in den Wäldern um Nürnberg irgendwelche Übungen abhalten und da rumschießen. Eine rechte Gruppe, eindeutig nationalsozialistisch, faschistisch gesinnt. Und das wurde verharmlost. Und ganz, ganz viele Hinweise eben von Zeugen und eben Recherchen der Kriminalpolizei gingen darauf hin und vor allen Dingen nicht der Kriminalpolizei, sondern es gab einen Journalisten namens Ulrich Chaussy vom Bayerischen Rundfunk. Die gingen darauf hin zu sagen, hoppla, dieser Gundolf Köhler war eindeutig da verstrickt in den anderen rechtsradikalen Kreisen, vor allen Dingen um eben diese Wehrsportgruppe Hoffmann, die eben vorher verharmlost wurde. Und er wahrscheinlich konnte auch diese Bombe nicht alleine bauen. Aber alle diese Hinweise wurden nicht weiter verfolgt. Und das war der große Skandal, war damals schon klar. Und jetzt, 35 Jahre später, gibt es auch einen Film darüber und es ist klar, es gab diese Hinweise. Aber weil ein Franz Josef Strauß eben vorher eben diese Gefahr von rechts eben verharmlost hat, hat man offiziell die These vom Alleinattentäter, vom Einzelgänger Gundolf Köhler aufrechterhalten
das war politisch opportun, ja, und ist den allen nicht nachgegangen. Und jetzt, 35 Jahre später, kommt man auf die Idee, eben diese Unterlagen, ja, dass man da nachgeht, ja. Ja, weil die bei Chaussy und der Rechtsanwalt keine Ruhe gegeben haben. Ja, weil dieser Rechtsanwalt und der Chaussy keine Ruhe gegeben haben und vor allen Dingen, weil die damals Verantwortlichen entweder schon im Ruhestand sowieso und die meisten auch schon gestorben sind. Ja, also ja. Ja, und jedes Jahr am 26. September gibt es hier eine Mahnwache. Also auch ein Beispiel, wie eben Gefahr von rechts immer wieder verharmlost wird. Jetzt bei dem NSU-Prozess genauso. Ja. Jahrelang konnten die Unwesen treiben, ja, bis es also endlich mal aufkam, also, dass eben diese hauptsächlich türkischen Opfer oder auch Griechen, hier in München haben wir einen Griechen, eben Theodoros Bulgaridis, der eben denen zum Opfer gefallen ist, da hat man immer die Familienclans verdächtigt, dass die eben die umgebracht hätten. Man sprach auch schon von Dönermorden, ja, aber es war eindeutig eben, ja, eben von dieser Gruppierung NSU. Komischerweise NSU, ich denke, das heißt nationalsozialistischer Untergrund. Ich denke immer noch an das alte Auto, ja, oder an die Fahrräder, gell, aber naja. Bitte? Wahrscheinlich erst in 30 Jahren, wenn sie wieder in Ruhestand sind, ja, oder gestorben.